Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Hier seht ihr einmal meine Tipps im Überblick. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Viel Spaß beim Zuschauen und ja, danke fürs Reinschalten. Los geht's mit der Freitagabendpartie Köln gegen Hoffenheim. Beim 1. FC Köln läuft es aktuell alles andere als rund. Nach der 2:0-Pleite gegen Düsseldorf wurde es jetzt richtig eng für Achim Bayerlorzer unter der Woche. Gegen Hoffenheim am Freitagabend sollte man jetzt zumindest mal spielerisch einen besseren Auftritt hinlegen. Die erste Chance gehörte dann auch den Geißböcken. Über Umstände kommt der Weg nach 8 Spielminuten zu Luis Schaub, der dann auch den Abschluss bekommt, aber den Ball nicht richtig präzisieren kann. Der geht dann in die Fankurve. Aber es war durchaus ein guter Beginn der Geißböcke. Die sind Sinsheimer noch unter keinen Umständen zu einer Chance gekommen. Köln wollte diese Phase ausnutzen und so setzen sie sich wieder am Strafraum der Gäste fest. Dominik Drexler und Skiri im Zusammenspiel. Das geht viel zu einfach. Hoffenheim ist nur Geleitschutz und dann Terodde am kurzen Pfosten. 19. Minute, das 1:0 für den 1. FC und das war absolut verdient. Hoffenheim viel zu passiv und Baumann im kurzen Eck überwunden. Die Gäste wachten dann aber in der Folge auf. Und der 1. FC Köln hatte in Anführungszeichen wieder etwas zu verlieren. Ilas Bebu und Grilic. Kommt er relativ freistehend zum Abschluss, 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Gut von Bebu vorbereitet, aber auch nicht so gut verteidigt. Glück für die Gastgeber, dass hier nicht das 1:1 fiel. Timo Horn mit der Parade. Nach 45 Minuten stand es dann 1:0. Das war dem Spielverlauf auch durchaus entsprechend, wenngleich Hoffenheim besser wurde zum Ende hin der ersten Halbzeit. Und im zweiten Durchgang begannen sie auch besser. Grilic, Bebu aus der Drehung. Sie näherten sich mehr und mehr an. Der Ball findet zwar nicht den Weg auf den Kasten von Timo Horn, aber es war zumindest mal wieder das nächste Ausrufezeichen. Doch der 1. FC Köln wirkte nicht wie ein Tabellenvorletzter und spielte gut mit nach vorne. Ezebue über die rechte Außenbahn mit der Flanke und dann Risse. Zu zentral, aber diese Direktabnahme. Stunde gespielt und Oliver Baumann klärt den Ball hier zur Ecke. Den Sinsheimern lief die Zeit allmählich davon, halbe Stunde aber dennoch auf der Uhr. Robertsko über links, kann den Ball weit treiben. Robertsko. Ezebue kommt da zu Hilfe, aber Sebastian Rudi ist aufmerksam, unterstützt seinen Kollegen Grilic zu Rupp und Ausgleich. Und so schnell war die Führung, die Glückseligkeit dann wieder dahin. Ein Treffer ist eben kein gutes Polster. Schlussminute. Sollte Köln der Lucky Punch gelingen. Eckball von der rechten Seite. Und am ersten Pfosten ist Terodde, der fast noch das 2:1 erzielen kann. Aber zu schwer war dieser Ball zu nehmen. Am Ende ist es ein 1:1, das eher schmeichelhaft für die Gäste ist. Um die Derby-Pleite gegen Union Berlin zu verkraften, sollte die Hertha heute gegen Leipzig besser aufspielen und spielerisch mal wieder versuchen zu überzeugen. Und gegen die Roten Bullen sollte es eigentlich nicht einfacher werden, doch die Herthaner hatten einen richtig guten Beginn. De Rosun, ein schöner Übersteiger, die Übersicht und dann Dodi Lukebakio mit dem ganz frühen 1:0. Dritte Spielminute, Dil Rosun mit einer super Aktion. Da kommt Mukiele nicht hinterher. Und Upamecano ist in der Mitte zu weit weg. RB Leipzig nach der 8:0-Gala gegen den 1. FSV Mainz 05. Jetzt aber mit einer anderen, schwierigeren Aufgabe. Hier leistete die Hertha nämlich Gegenwehr. Konrad Leimer und Rune Jahrstein auf der Hut. 13. Minute. So langsam fand die Elf von Julian Nagelsmann rein in diesen Samstagnachmittag.
Nun wieder die Hertha. Schwacher Ball von Luke Bacchio. Das kann gefährlich werden, wenn der durchkommt. So aber Leipzig wieder in der Vorwärtsbewegung. Konrad Leimer. Timo Werner legt clever raus zu Marcel Sabitzer. Der Österreicher zu Werner und Ausgleich. Mittlerweile auch gar nicht mal mehr unverdient. Die Hertha etwas ungeordnet, weil eigentlich in der Vorwärtsbewegung Luke Bacchio mit dem Fauxpas im Mittelfeld. Und das weiß die Gästeelf hier auszunutzen. Und die Hertha davon durchaus beeindruckt. Dämme zu Paulsen. Yusuf Paulsen, ein kleiner Ball. Übersteiger und dann der Abschluss. 32. Minute, zieht er da schön mit der Sohle mit. Und Jahrstein im kurzen Eck muss er sein, ist da und verhindert den Pausenrückstand. Die Hertha startete gut, ließ dann aber auch recht deutlich nach. Der zweite Durchgang sollte dann wieder besser beginnen für die Elf von Ante Čović. Marius Wolf mit der Flanke. Upamecano kann die nicht gut klären. Jahrstein gegenüber Gulaschi irrt da durch den Strafraum. Sieht unglücklich aus. Am Ende wird er von seinen Verteidigern noch aus der Patsche gerettet. Nun wieder Leipzig. Eine offenere Partie mittlerweile. Christopher Nkunku. Kein Abseits. Halzenberg zieht in den Strafraum rein und fürs Erste stark dazwischen Diego Demme. Dann aus der zweiten Reihe mit dem direkten Abschluss. Der missglückt ihm komplett. Der geht ins Seitenaus und das nicht mal knapp. Die Schlussphase. Sollte einer Mannschaft hier der Siegtreffer gelingen, Leipzig etwas besser drauf. Timo Werner und Lukas Klostermann auf rechts. Wird der Ball der Flanke nicht gehindert. Und Yusuf Paulsen schlägt zu. 83. Minute im Zweikampf stellt er sich da besser an. Die bisschen einfachere Bewegung als Angreifer. Niklas Stark reagiert zu spät. Die Hertha startet besser rein in die Partie. Aber Leipzig gewinnt am Ende dann nicht unverdient hier mit 2:1. Was kann man über den ersten FSV Mainz 05 groß sagen? 0:8 Pleite in Leipzig. Was für eine miserable Vorstellung. Der erste FC Union Berlin kommt mit breiter Brust nach dem Derby-Sieg gegen die Hertha. Aber Mainz startete nicht verkehrt rein. Alexandru Maxim, Danny Latzer zu Pierre Kunde, Adam Scholloy. Kommt erst gegen Schlotterbeck nicht durch, dann aber noch der Ball im Endeffekt zum Ungarn, der mit dem Kopfball aber nicht das Tor trifft. Nun die Eisernen nach abwartendem Beginn auch nach vorne unterwegs. Lenz gut zu Ingwarzen und 0:1. Der nächste Rückschlag für den FSV sieht nicht gut aus. In dieser Szene zu einfach werden sie da ausgespielt. Aber sie brachen nicht erneut ein, sondern spielten mutig wieder nach vorne. In der eigenen Arena sollte man das natürlich auch erwarten. Robin Quaison. Stark, sehr stark zu Karim Onisivo und Ausgleich. Da war keine halbe Stunde gespielt und die Gastgeber waren zurück, weil Quaison mit der Hacke gut zu Onisivo weiterleitet und der haut das Ding dann rein. Doch nur wenig später die Chance für Union Berlin wieder in Front zu gehen. Lenz mit der Flanke, die ist sehr schön getreten und Ingwarzen verfehlt den Kasten um Haaresbreite. Stark den Kopfball gegen die Laufrichtung gesetzt. Zentner hätte nur hinterher schauen können, beziehungsweise das macht er auch, muss den Ball aber nicht aus dem Netz holen. 45 Minuten von der Uhr, eine doch ziemlich interessante Partie und spielerisch auch durchaus ansehnlich. Der zweite Durchgang dann mit besserem Beginn für die Mainzer. Pierre Kunde hat die Übersicht, Latzer völlig frei auf der linken Seite. Und in der 48. Minute dann das 2:1 für die Elf von Sandro Schwarz. Weil die rechte Verteidigungsseite von Union Berlin komplett offen gelassen wurde. Das sollte nun Selbstvertrauen geben und Mainz spielte weiter mutig nach vorne, doch Kunde lässt sich hier den Ball abnehmen. Trimmel legt raus zu Lenz.
3 gegen 3. Die Überzahlsituation jetzt entstanden durch diese geniale Flanke und Markus Ingvardsen schlägt zu. 62. Minute. Mainz wieder mit defensiven Auflösungserscheinungen. Und Ingvardsen weiß das diesmal besser zu nutzen. Der Kopfball wieder gegen die Laufrichtung. Jetzt aber noch platzierter und erfolgreich. Doch wieder Mainz im Vorwärtsmarsch. Guter Ball. Kein Abseits zu Aaron Martin. Der hält ihn im Spiel und Robin Quaison läuft ein. Und erzielt das 3:2. Das 5. Tor des Tages. Eine richtig spaßige Partie. Vielleicht nicht das, was man erwartet, wenn man auf die Begegnung Mainz gegen Union schaut, aber es war eine richtig tolle Partie eben. Von beiden Seiten offensiv geführt. Und Mainz schien den längeren Atem zu haben. Quaison, Latza, weitergeleitet. Adam Schorloy, kein Abseits. Und 4:2. Die Entscheidung knapp 20 Minuten vor dem Ende. Lester Gikiewicz, keine Chance. Erwischt ihn da auf dem falschen Fuß. Mainz regeneriert sich. Nach der 8:0-Klatsche in Leipzig gewinnen sie mit 4:2. Nicht unverdient, aber trotzdem gegen gut kämpfende Eiserne. Der FC Schalke 04 zeigte eine ziemlich gute Standardverwertung am letzten Sonntag gegen den FC Augsburg. 2 Freistöße von Caligiuri führten direkt zu Treffern. Gegen Düsseldorf war es aber nicht unbedingt das einfachere Spiel, da die Fortunen ja mit dem Derby-Sieg im Rücken hier anreisten. Harit mit der ersten Chance. Es sollte besser laufen als im Vorjahr, in der Vorsaison, als Düsseldorf hier mit 4:0 siegreich von dannen zog. Fortuna Düsseldorf nun auch in der Vorwärtsbewegung. Adam Bocek, Ruven Hennings und dann Utschipka mit Problemen bei der Ballklärung. Tommy nochmal, Erik Tommy in die Mitte gelegt, Zimmer kommt nicht durch und dann Kovnatski. Was für eine Szene. 17. Spielminute, das muss natürlich das Tor sein. Kovnatski vielleicht etwas überrascht, dass er da so freistehend zum Abschluss kommt und Nübel ist dann doch noch zur Stelle. Aber nichtsdestotrotz muss das natürlich der Führungstreffer sein. Glück also für Königsblau. Düsseldorf davon gestärkt. Matthias Zimmermann mit der Flanke und der Kopfball von Adam Bocek. Dann schlecht gesetzt. Im Anschluss verflachte diese Partie dann ein wenig. Bis zum Seitenwechsel gab es nicht mehr viele Offensivaktionen. 0:0. Also dementsprechend das folgerichtige Resultat. Wer sollte die Partie in seine Richtung lenken können? Düsseldorf erstmal besser. Nico Gieselmann und Kovnatski da auf der linken Seite wieder sehr gefährlich an diesem Nachmittag. Adam Bocek wieder auch ein sehr auffälliges Spiel, auch mit Offensivakzenten dabei. Kovnatski und Bocek, das machen die Fortunen ganz abwartend. Suchen dann die Lücke, Kovnatski. Der Flankenball, aber ohne Gefahr. Das, was sich zum Ende der ersten Halbzeit andeutete, bestätigte sich dann zu Beginn des zweiten Durchgangs. Wenige Offensivaktionen, keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. Harit und Mascarell, dann der Stack zu Benito Rahman. Er war noch beteiligt an der 4:0-Klatsche im letzten Spiel hier in der Veltins Arena. Sechs Steffen hat aber etwas dagegen, dass er heute einen Gegentreffer kassiert. Spielt er eben auch gegen Köln schon 2:0. Der FC Schalke 04 investierte nun etwas mehr, wollte den Sieg etwas mehr erzwingen. Rahman Mascarell, Rahman Mascarell! Doch der dann im Abseits. Gut gespielt bis dahin. Dann hat Oma Mascarell vielleicht nicht den richtigen Instinkt als Mittelfeldmann zum entscheidenden Moment reinzustoßen. So ist er knapp, aber richtig im Abseits. Am Ende ein torloses 0:0, das dem Spielverlauf auch durchaus so entspricht. Der SC Paderborn möchte an das letzte Heimspiel anknüpfen, als sie gegen Düsseldorf gewinnen konnten, gegen den FC Augsburg. Nun sollte der nächste Heimdreier dementsprechend her, doch
Die Augsburger überzeugten spielerisch gegen die Königsblauen. Schalker die erste Chance hatte, dann aber Sabiri, Traumtorschütze, eben von dem eben erwähnten Heimspiel gegen Düsseldorf. Hier aber kein Problem für Kubek. Die Anfangsphase gehörte aber klar den Gastgebern. Kai Pröger auf der rechten Seite. Sabiri und Antwi Ajay mit dem nächsten guten Versuch. Kubek wieder aufmerksam. Diese Chancen müssen sie dann natürlich nutzen. Gegen Hoffenheim zuletzt waren die Paderborner ja klar unterlegen. Da war die Partie nach einer halben Stunde quasi mit 3:0 schon entschieden. Der FC Augsburg brauchte hier, um reinzufinden. Dann wurden sie aber gefährlich. Finn Bogason kann rüberspielen, macht es dann aber selber. Und Leopold Zingerle ist aufmerksam. Beweist sich hier als Nummer 1 und kratzt den raus. Ganz wichtige Aktion kurz vor dem Seitenwechsel. 0:0 dann zur Pause. Die Partie hätte durchaus schon Tore verdient gehabt, denn die Chancen waren auf jeden Fall da, insbesondere für den Sportclub. In der zweite Durchgang Paderborn wieder besser. Prüger steckt durch zu Ben Zulinski und der ins Glück? Nein, denn er stand im Abseits. Der Abschluss ist sehr gut. Der Pass vorher auch gut, kam aber eben den Augenblick zu spät. Zulinski lässt sich in die Abseitsfalle locken. Doch das weckte Augsburg nicht auf. Im Gegenteil, der SC Paderborn noch motivierter. Jans Pröger setzt sich dagegen Udokai durch und dann Vasiljadis mit dem 1:0. 58. Spielminute. Stark gegen die Laufrichtung von Kubek, der den Ball niemals im Leben erreichen kann. Und so das Nachsehen hat. Und der SC Paderborn verwaltete das Gut, setzte weitere Nadelstiche. Sabiri nochmal raus zu Kai Prüger. Vasiljadis über Umwege der Ball zu Ben Zulinski. Und kurz vorm Anbruch der Schlussphase war diese Partie entschieden. Super gemacht von Ben Zulinski, nimmt ihn mit der Brust an, verwertet ihn dann direkt und lässt Kubek keine Chance. Paderborn feiert also den zweiten Heimsieg in Serie und kann vielleicht durch diese kleine Heimstärke, die vielleicht zu einer größeren wird, den Klassenerhalt anvisieren. Das Topspiel am Samstagabend, der FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Nicht mehr Niko Kovac, der Trainer. Die Aufstellung schauen wir uns natürlich trotzdem an. Neuer im Tor, Alaba, Martinez. Interessant in die Innenverteidigung gerückt. Vorne Gnabry, Coutinho und Müller in der offensiven Dreierreihe. In der Spitze Robert Lewandowski, der hier für Treffer sorgen sollte. Im 4-2-3-1 geht das Ganze dann vonstatten bei Dortmund. Bürki zurück im Tor. Guerrero, Hummels, Akanji und Piszczek in der Viererkette. Delaney und Witzel auf der Doppel-6. Auch die offensive Dreierreihe Hazard, Reus und Sancho stellen diese hier. Und im Sturm Julian Brandt, Paco Alcácer noch auf der Bank, der für 90 Minuten noch nicht bereit ist. Die Partie brauchte etwas, um in Fahrt zu kommen, dann aber die Bayern erstmal besser und zwingender. Thiago zu Goretzka, der heute im Startaufgebot. Robert Lewandowski mit dem ersten Ausrufezeichen nach 12 Spielminuten, scheitert aber an Roman Bürki, der aufmerksam ist, den frühen Rückstand verhindert. Das letzte Spiel hier in der Allianz Arena hat der BVB noch ganz, ganz schlimm in Erinnerung. Da wurden sie richtig abgefertigt. Nun aber andere Vorzeichen. Beim BVB läuft es tendenziell etwas runder. Nun Axel Witzel, der den Ball lange treiben kann, dann zu Sancho spielt und Manuel Neuer testet. Die Chancen auf jeden Fall links wie rechts da zu einem Treffer, aber er sollte noch nicht fallen. Nun wieder der BVB etwas besser jetzt in dieser Phase. Julian Brandt versucht abzuschließen, kommt nicht durch.
kriegt den Ball dann irgendwie in die Mitte und Alaba rettet. Ganz knapp geht der dann vorbei, produziert da fast ein Eigentor. Glück für Martinez und Co. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Hazard legt sich den Ball zurecht und findet Akanji. Manuel Neuer aufmerksam. Der hätte den Weg ins Tor gefunden. Dieser Ball senkt sich ganz gefährlich am Ende. Glück für die Bayern, die jetzt vor dem Seitenwechsel noch mehr unter Druck gerieten. Weiter nur schwarz-gelb. Thomas Delaney zu Guerrero. Der sieht nochmal Delaney, der in der offensiven Aktion drin bleibt, abschließt. Martinez wehrt ab auf den Kopf von Hazard. Der trifft da nur das Aluminium. Viel Glück jetzt wirklich für die Münchner Bayern vor dem Seitenwechsel. So ging es torlos in die Pause, damit die Gastgeber deutlich besser bedient. Dortmund nach mittelmäßiger Anfangsphase kamen sie hier dann richtig gut rein. Der zweite Durchgang dann aber für die Roten etwas besser. Robert Lewandowski und Alaba. Lewandowski auf der Außenbahn, sieht man auch nicht alle Tage, legt in die Mitte. Gnabry mit der Flanke, aber zu schwach. Bürki aufmerksam. Coutinho hätte gelauert mit Müller gemeinsam, aber der Schweizer hat hier keine Probleme. Und der BVB versuchte anzuknüpfen an die gute erste Hälfte. Starker Ball von Reus zu Sancho. Der nimmt den überragend mit der Hacke mit. Jadon Sancho in den Rückraum. Und Hazard wird von Pavard geblockt. Ganz wichtige Szene. Das kann sonst ganz schlimm ins Auge gehen. Nun wieder aber die Dortmunder besser. Julian Brandt. Keine 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Die Führung für den BVB wäre schon wieder denkbar gewesen. Doch der FC Bayern konnte sich jetzt etwas besinnen und spielte nun auch produktiver nach vorne. Philippe Coutinho und Thiago mit dem Ball zu Perisic. Der kriegt den noch und dann Bürki mit dieser Unsicherheit. Thiago mit dem 1:0. 59. Spielminute. Und so wie dieser Treffer entsteht, ist er auch zu bewerten, nämlich sehr, sehr unglücklich für den BVB und schmeichelhaft für die Gastgeber, die jetzt aber in Führung waren. Und das sollte die Fans des FCB natürlich kaum tangieren. Und davon waren sie jetzt beflügelt. Schönes Solo, sehr schönes Solo. Aber nicht mit dem gewünschten Erfolg, weil Roman Bürki den ohne größere Probleme abfangen kann. Der BVB brauchte, um sich zu sammeln. Nun aber wieder in der Vorwärtsbewegung. Hazard zu Marco Reus und der mit dem Ausgleich. Manuel Neuer ist noch dran, kann den Ausgleich aber nicht mehr verhindern. Und der war absolut verdient. Die Bayern zu spät dran an Marco Reus. Kimmich kommt den Schritt zu spät. Und Neuer kriegt die Fingerspitzen nicht mehr richtig straff. Für den BVB wäre das so vermutlich in Ordnung. Der FC Bayern sollte hier aber gewinnen. Im eigenen Heim ist ein Sieg vonnöten. Thiago hatte nochmal die Chance. 76. Gute Einzelaktion des Spaniers, doch wieder sehr gut von Roman Bürki, der hier das 1:1 festhält. Und wie gesagt, vom Spielverlauf her ist das eher schmeichelhaft für die Bayern, doch der BVB kann mit dem Resultat grundsätzlich wohl besser leben. Der Tabellenführer aus Mönchengladbach hat den SV Werder Bremen zu Gast und die Gäste spielen einfach zu häufig unentschieden. Da treten sie mit auf der Stelle. Borussia Mönchengladbach jetzt ein wieder ziemlich schwieriges Kaliber. Die erste Annäherung nach einer Viertelstunde von Nuri Sahin. Dieser Freistoß ist aber alles andere als gefährlich. Borussia Mönchengladbach hatte aber auch Probleme, hier viel zu kreieren, sodass Werder Bremen über Gegenstöße zu
Möglichkeiten kamen. Yuya, Osako, Eggestein und Osako nochmal zu Klaassen. Rashica aus ähnlicher Position hatte er zuletzt noch getroffen. Er entscheidet sich hier aber für den Pass zu Davy Klaassen, der in der Gegenbewegung ist, dementsprechend kein Druck mehr auf den Ball bekommt. Keine gute Partie der Fohlen Elf hier in der ersten Hälfte. So nochmal Bremen mit einer Möglichkeit. Friedel mit der Flanke. Oskar Wendt ist aber aufmerksam. Nach 43 Minuten war es doch ein ziemlich nüchterner bzw. eher nüchterner Auftritt von beiden Seiten. Insbesondere aber Borussia Mönchengladbach konnte hier nicht wirklich gefallen. Über eine Stunde schon gespielt. Der SV Werder Bremen nach wie vor etwas dichter dran am Führungstreffer. Maximilian Eggestein, Nuri Sahin setzt sich da durch und testet dann Jan Sommer, der die Arme noch rechtzeitig hochreißen kann. Das kann man den Gladbachern vielleicht zugute halten, dass sie am Donnerstag ja noch Europa League spielten, aber es war doch ein recht enttäuschender Auftritt hier der Rose Elf. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr. Im letzten Atemzug wollten sie das hier dann doch noch für sich entscheiden. Neuhaus zu Hofmann, das dauert aber etwas zu lange. Und dann symptomatisch noch ein Bremer Bein dazwischen. Die waren immer einen Moment wacher, die Kohfeldtmannen. Und so nochmal der SV Werder Bremen. Yuya Osako steckt durch zu Eggestein. Der spielt zu Klaassen. Das ist kein Abseits. Und in der 83. Minute macht der SVW doch noch den Treffer. Sie hatten nicht viele Möglichkeiten, aber dennoch ein paar mehr als die Gastgeber. Und somit ist dieses Resultat am Sonntagmittag nicht ganz unverdient. Der VfL Wolfsburg musste die erste Niederlage hinnehmen gegen den BVB und da lagen sie mit 3:0 zu Hause, aber eben noch ungeschlagen und diese Macht wollten sie hier auch gegen Leverkusen bestätigen. Über eine halbe Stunde schon gespielt, ein langsamer, ein langweiliger Beginn, dann mal ein Abschluss von Wout Weghorst, aber direkt in die Arme von Radetzky, der hier keine Probleme hat, das 0:0 erstmal festzuhalten. Bayer Leverkusen nach der enttäuschenden Pleite gegen Gladbach nun hier auch eher etwas unter dem Radar bis in die 40. Minute. Der erste gute, konsequent durchgeführte Angriff führt zum 1:0. Äußerst schmeichelhaft. Lucas Salario dürfte es egal sein. So ging es dann auch in die Halbzeit für die Wölfe äußerst ärgerlich, denn bis dahin hatten sie sonst eben nichts zugelassen. Zweiter Durchgang aber besser für die Wölfe. Arangis verliert hier den Ball an Guiavogui und Roussillon nimmt nochmal Anlauf und dann Maxi Arnold mit. Weghorst zu Joao Victor und der schließt trocken links unten ab. 57. Minute, der VfL war wieder zurück in der Partie. Und das auch absolut verdient. Bayer Leverkusen spielte doch recht fahrig. Viertelstunde noch auf der Uhr. Wieder Joao Victor, der auffälligste bei den Wölfen. Legt den Ball raus zu Roussillon, der mit der Hacke wieder zu Joao Victor mit dem Flankenball, der aber nicht wirklich für Gefahr sorgen konnte. Größere Spielanteile bei den Wölfen, die Chancen aber blieben weitestgehend aus. Nur wenig später, aber wieder der VfL. Sie wollten sich hier nicht zufrieden geben. Arnold zu Joao Victor und der wieder unten links rein. Im Alleingang dreht er diese Partie. Radetzky sieht alt aus gegen diesen Schuss. Verdient war es aber allemal. Leverkusen erst dann in der Nachspielzeit nochmal gefährlich vorm Tor. Bellarabi mit der Flanke, Tisserand fürs Erste dazwischen. Doch sie kriegen es hier nicht richtig geregelt. Lucas Salario zu Volland.
Alario verliert hier fast den Ball. So dem hierbei zu Amiri. Aber zu schwach der Abschluss. Wäre auch nicht verdient gewesen für Bayer Leverkusen, hier noch einen Punkt mitzunehmen. Am Ende war es eine enttäuschende Leistung der Gäste. Wolfsburg dreht diese Partie hier absolut zurecht. Zum Abschluss des 11. Spieltags empfängt der SC Freiburg die SG Eintracht aus Frankfurt. Die Anfangsphase hier klar in Hand der weißen Gäste. Erste Chance, Philipp Kostic nach Flankenball von Danny da Costa. Per Kopf setzt sich dagegen Jonathan Schmid durch. Flecken schmeißt sich zwar, muss aber nicht eingreifen. Die Frankfurter hier zu Beginn weiterhin deutlich wacher. Bastost und Kostic. Starker Doppelpass. Kostic zu Paciencia, der erst an Flecken scheitert, aber nachsetzt. Und dann den Führungstreffer markieren kann. Stark von Kostic, behält er die Übersicht. Flecken kann es fast verhindern, aber eben nur fast. Nun die Breisgauer gefordert, sie lieferten auch. Petersen gegen Renault, Grifo nochmal, Koch mit dem Abschluss, da Costa dazwischen. Das hätte es jetzt durchaus sein können. Doch Frankfurt hielt erstmal die Null. Das konnten sie dann auch in die Halbzeit retten, doch zum Ende hin ließen sie etwas nach. Auch die Luft vielleicht etwas weg nach dem Europa League-Spiel am Donnerstagabend. Die Frankfurter versuchten es aber jetzt nachzulegen. Danny da Costa bekommt den Ball. Schöne Flanke, aber nicht schön genug. Verfehlt da um ein Haar den Mitspieler. Aber was war mit Freiburg los? Sie kam hier sehr schläfrig rein. Und so die nächste Chance wieder für Frankfurt. Bastos mit der Flanke. Flecken hat Probleme. Rode nimmt den Ball mit vollem Risiko. Verfehlt aber den Kasten. Geht da durch alle Spieler durch, aber eben nicht ins Netz. Nun Freiburg gefordert. Endlich mal Robin Koch zu Petersen. Nils Petersen, natürlich Nils Petersen. 75. Minute. Erzielte zwei Tore gegen Werder Bremen. Jetzt macht er hier auch den Ausgleich. Renault auf dem falschen Fuß erwischt. Und so stand es dann 1:1 und plötzlich doch die Chance für Freiburg, sogar noch den Dreier mitzunehmen. Günther, sehr guter Ball zu Vincenzo Grifo. Grifo schließt ab. Rode klärt den Ball dann aber. Verhindert Schlimmeres. Hier geht's dann 1:1 zu Ende. Die Freiburger am Ende mit dem längeren Atem. Mit viel Glück hätten sie hier sogar gewinnen können. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Hier seht ihr einmal die Ergebnisse im Überblick und dann gleich einmal noch kurz die Tabelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und adios.